Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden jetzt mal ein bisschen Gülle fahren, und zwar zur BGH. Mittlerweile müssen wir was da sein. Die werden wir jetzt auf 130 anstellen, damit wir die Nacht wieder rumkriegen. Die Dunkelheit. Ups. Unser neuer Stall ist mittlerweile alles versorgt mit Stroh, mit Futter und Wasser. Wir werden ein bisschen nachts ein bisschen beschäftigen mit Gülle fahren. Mal sehen, sobald die Temperatur im Bodenbereich steigt, wenn wir sofort die Gärreste ausfahren, fortsetzen. Das fällt immer um 12. Ja, ist schon eine Weile her, aber da war noch alles weiß, ne? Nun haben wir alles. Ja, grün. Halt Frühling, ne? Ich hatte kurz unterbrochen, eine Pause gemacht. Und jetzt interessiert mich noch ganz kurz, ob sich das so geblieben ist mit den drei Tieren, dass sie wirklich gesund erwachsen sind. Und zwar. Ne, jetzt sind es wieder kleine. Ja. Das war nämlich in der letzten Folge so, dass es da Jungtiere waren. Erwachsene waren drei. Und heute Nacht könnten wir Kälte bekommen, ne? Und die Bullen werden bald zu weit sein, zum Händler zu fahren. Ja, kauft einer jetzt nachher, keine Ahnung. Schönes Geld. So, mit Gülle wegfahren und dann, jo, schauen wir mal. Ne? Die Lage, den Rest noch irgendwie, mal sehen. Jetzt haben wir den Schnee weg und können wir auch die Silage fahren, ne? Ein Restchen voll. Und die nächste Silo mache ich erstmal nicht auf. Da warte ich mal ein bisschen ab. Bis das dann, ja, mal keine andere Arbeit sein sollte, ne? So. Könnte ja sein. Also mit Schnee. Ja, ehrlich geht nicht. Und spiegelt immer aus wie Nebel, ne? Ja, muss man wieder spielen, ne? Mist, ne? kennt ihr Mist? Dieses Horrorspiel hier mit Zombies und so. Also ich habe noch nichts veröffentlicht, auch noch nichts aufgenommen. So. Ein großer Punkt. Deswegen fahre ich auch keinen Kurs, eigenen Kurs, weil ich hier auch gar keinen Punkt finde. Abkippen da sein, ne?
weit weg. Schlecht, ne? Ach, ja. Das könnte sein, ne? Dass ich da am verkehrten... Punkt aktiviert habe. Ich gehe den letzten Kunde mit Gülle, ne? Das müsste klappen normalerweise. Normalerweise. Genau. Ja, Kleinigkeiten, ne? Ja, ein bisschen Geld verdienen, ne? Zumindestens. Oh, so leer! Das zeigt ja nicht an, ne? Das rauscht hier, aber ich sehe nichts. So, mal LKW gucken, wo der LKW ist. Der war hier. So. Sehr, sehr dunkel. Ups. Baum. Ich glaube, die arbeiten nur tagsüber, die Amis. Bei so einer Beleuchtung kann man auch nicht fahren. Die Hand vor Augen nicht. So. Mal gucken, ne? Mal irgendwas. Ja. Schauen wir. Ein bisschen Silage auf jeden Fall noch mal. Jetzt muss ich den Rest hier vorne verkaufen, ne? Und das klappt zunächst, ne? So, aufmachen. Der Schnee geht auch weg, kann sein. Gerade zusammengeschrumpft. Oh, Sonne und Wolken hat angesagt, ne? Und mal wieder Regen drin. Ja, das ist Schnee. Merken, so sieht Schnee aus. Weiß, kalt, nass. So. Da passt. Sollte passen. Das hat mal kein Licht, das ist doof. Aber vom Geräusch aber zu hören, ne? Gut, das klappt schon mal.
Auch den letzten Rest kriegen wir weg. Und die vorne mal sehen. Das grüne Zeug verändert etliches. Wird dauern noch ein bisschen. Erst gehen wir zum Traktor und dann holen wir mit dem Gülle. Das ist eine Verkette. Ja, da können wir eine Baumstumpenfräsen machen, ne? Ja. Lauf, lauf! Immer noch Frost im Boden? Ja, immer noch Frost. Oh, 100.000. Dank der Gülle. Immerhin etwas, ne? Jetzt haben wir ein bisschen Einnahmen, also jetzt, wo der Mist auch noch kommt, können wir das Feld aber mit dem Mist verwenden nachher auch, ne? Mal sehen. Dann können wir mal Mist verkaufen, ne? Dann wollen wir mal Kühe mal machen lassen, ne? Großen Haufen. Gemischt aus Stroh und, ne, raus. Start! Hat der Daumen so lange. Wie bist du jetzt soweit? Das dauert auch so lange. Bin ich begeistert. Aber fast weg der Haufen, ne? Alles gut. Ja, haben wir auch schon geschafft hier, ne? Schöne BGA. Haben uns hier gequält. Festgefahren. Nachschieben und. Jetzt alles weg. Alle. Weiß nicht, ob der Rest hier vorne noch gehen würde. Müssen wir probieren. Ein Stückchen vorfahren. Müssen rein, kriegen wir noch was, ne? Ja, fahren wir schon, ne? Nicht aussteigen, ne? Das Problem ist, wir dunkel sind hier. Aber wir sind hell, werde ich mal. So. Förderband nach hier Richtung fahren zum LKW und können wir den kürzer machen, so laut. So. Motor starten, ne? Logisch, ne? Wir wollen die andere Richtung fahren, Kollege. Das müsste so reichen normalerweise. Und dann wird da. So, wenn wir gleich den kurzen nehmen. Motor starten. Finde ich mir so lustig. Motor starten. Normalerweise würde man sagen, okay, wir stecken mal den Stecker ein für Kraftstrom und dann. Jetzt können wir beginnen mit der Gülle. Hat noch Schnee drauf, gibt's doch gar nicht.
Ups. Jo, still weg. Aber es scheint so, sie lagen doch nicht an. Geht nicht. Gut, dann muss sein, ne? Okay. Dann fahren wir es weg. Dann werden wir ganz kurz den hier wieder aktivieren. Das ist ja aktiviert, ne? Zwei Kurse. Und hier werden wir einstellen. Unser Geres da ausbringen, ne? Dann können wir hier auch eher düngen und Gruppe und dann nachher können wir da Aussaat schon mal. Der ist am Bautemperatur von 7 Grad. Sehr schnell, aber gut, das sind jetzt 3 Tage, ne? So. Das ist ja der Gruppermeister. Gülle und dann fahren wir den Rest. Das hier Rest. Jetzt fahren wir nur die Gülle weg und dann fahren wir die Lage weg. Oh, nun kostet nicht gezahlt. Wie schön. Ja, Stichwort Lohnkosten. Ne? Also im Grunde Kursplay, Rechtsklick, Zahnrad, allgemeine Einstellung, hier Setting, dann auf wieder Zahnräder und dann hier aktivieren und dann ist Lohn gezahlt. Ne? Okay, Lohn erledigt. Dann wird Lohn gezahlt. Ansonsten, wer es nicht möchte, macht auf deaktivieren und schon wird kein Lohn gezahlt. Ne? Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Fällt jedenfalls zu. Klar, wenn ich irgendwo erstmal anfange zu spielen, ne, also Finanzschwierigkeiten habe, dann kann man natürlich sagen, okay, die Arbeit hört man gratis, ne, aufgrund der kleinen Spende, ne. Machen einige auch ganz gerne, nur Traktor fahren zu können, ne. Ich sage mir aber nicht so, ich werde Lohn fahren, ne. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, ne? Natürlich kommentieren, wer möchte. Anregungen, Tipps, ne? Oder Ratschläge oder Kritik. Wenn wir rein damit. Werde ich mir entsprechend anhören und durchlesen und auch berücksichtigen. Und dann gehen wir weiter. So, das war's für heute. Ich sag mal tschüss und ciao. Jo. Es geht gleich weiter. Tschüss. Wer möchte, kann gerne reinschauen.